Wir verlassen die E45 und fahren über den Wildmarksvägen Richtung Norwegen. Die fast 400 Kilometer lange Strecke führt uns durch atemberaubende Landschaften. Erster Stopp auf dieser Strecke ist ein großer Wasserfall. Nachmittag finden wir eine Angelstelle, eine Landzunge mitten im See. Traumhaft hier. Und für die Sanitäranlagen ist auch gesorgt. Weiter geht es Richtung Hochebene, die norwegische Grenze in greifbarer Nähe. Der Baumbestand wird weniger, dafür öffnen sich unendliche Weiten. Thank you.
Wir erreichen Fatmo Makke, eine alte samische Kirchensiedlung, entstanden ca. 1886. Einige alte Holzhäuser, eine Kirche und alte Koten sind hier zu bestaunen. Wir erreichen unseren nächsten Stellplatz. Thank you.
Wir sind immer wieder beeindruckt von dieser Weite und der absoluten Stille hier oben. In Vilhelmina verlassen wir den Wildmarkswagen und befahren wieder die E45 Richtung Norden. Wir erreichen den Polarkreis. An dieser magischen Linie treffen sich einige Touristen für ein Erinnerungsfoto. Erst hier oben tauchen die ersten Rentiere am Straßenrand auf. Wir finden einen einsamen Stellplatz mitten in einem Wald. Ein Traum. Später bekommen wir dann noch Besuch von einem hiesigen Anwohner. Am nächsten Tag wartet ein anderes Naturschauspiel auf uns. Gerne etwas besseres Wetter gewünscht. Doch die Voraussicht für die nächsten Tage sind eher bescheiden. Wir beschließen, die Tour in den Norden abzubrechen und weiter Richtung Meer zu fahren. Wir haben Glück, der Himmel reißt auf, es wird trocken und wir finden einen kleinen schnuckeligen Stellplatz an einem kleinen Hafen. Immer wieder mal verlassen wir die E4 und versuchen, das Meer zu sehen. Gar nicht so einfach hier oben.
Wir finden dann doch noch einen angenehmen Stellplatz für die Nacht. Hier in Sundsvall endet der zweite Teil unserer Schwedenreise. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut euch doch den dritten Teil an. Morgen geht's Richtung Finnland.